Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich ein Tauschpaket für euch. Das habe ich mit der lieben Dani gemacht von Danis Beauty Welt. Und ja, das Thema Top 10 Favorites aus der Drogerie. Wenn ihr wissen möchtet, was so ihre Lieblingsprodukte aus der Drogerie sind, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Mit der lieben Dani bin ich jetzt schon sehr lange in Kontakt. Wir haben uns über YouTube kennengelernt und sie selbst hat einen Instagram-Kanal. Ich verlinke euch den gerne mal in die Infobox. Ich habe ihr natürlich auch ein Tauschpaket geschickt, in dem meine 10 liebsten Drogerieprodukte drin sind, was sie dann natürlich auch veröffentlichen möchte. Und wenn ihr also wissen möchtet, was ich ihr so geschickt habe, dann schaut da gerne mal bei ihr vorbei und hinterlasst ihr auch bitte ganz, ganz liebe Schmetterlingsgrüße. Sie wird sich bestimmt darüber freuen. Und ja, jetzt habe ich einmal hier ihr Paket und ich habe es einmal aufgemacht und es sieht total nett verpackt aus. Ich liebe dieses Geschenkpapier. Es glitzert und funkelt und sieht einfach sehr, sehr, sehr hübsch aus. Und hier liegt auch ein Briefchen bei. Ich habe sie gefragt, ob ich den einmal vorlesen darf und sie hat dem zugestimmt. Für Nicole steht da einmal drauf. Und die Karte glitzert auch. Na hier, richtig cool. Glitzer, Glitzer und Luftballons sind da drauf. Hallo Liebes, ich freue mich so sehr, mit dir das Tauschpaket zu machen. Hoffe, dir gefallen meine Produkte, die ich dir ausgesucht habe. Aber es ist mir sehr schwer gefallen, nur die 10 Produkte auszusuchen. Es ist vielleicht das ein oder andere Produkt mehr drin. Was? Eine Überraschung gibt's auch. Wünsche dir jetzt viel Spaß beim Auspacken. Viele liebe Grüße und Bussi, Dani. Aber Dani, wir haben doch gesagt, nur 10 Produkte. Okay, ich habe ja auch ein Goodie eingepackt, aber das war nur eins. Und mir fiel es auch sehr, sehr schwer, sich auf 10 Produkte zu beschränken. Also wirklich die 10 liebsten Produkte aus der Drogerie, das ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht denken könnte. Aber ja, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Ich freue mich und es sieht wirklich einfach toll aus. Liebe Dani, wie ich sehe, hast du hier keine Nummerierung. Ich gehe also davon aus, dass ich hier einfach rausgreifen darf, und mit irgendeinem Päckchen starten darf, wie ich mag. Und da meine Lieblingsfarbe lila ist, greife ich mir jetzt erstmal ein lilanes Paket. Oh Gott, das ist alles so schwer und groß. Ich nehme jetzt einfach mal das. Das sieht aus wie ein Tübchen. Und das Papier ist wirklich total schön, mit Herzen drauf. Meine Haare lieben es und es riecht so gut. Ach ja, gute Düfte sind irgendwie wichtig. Keiner mag sich mit etwas pflegen, was stinkt, oder? Mal gucken, wie ich das hier aufbekomme, ob ich vielleicht gleich eine Schere brauche. Ein lila Tübchen. Oh, von John Frieda Frizzies für widerspenstiges Haar, ein Wunderreparatur-Shampoo. Liebe Dani, kenne ich tatsächlich noch gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert, diese Marke. Und wenn du mir sagst, die ist so toll, dann muss ich das jetzt natürlich unbedingt mal nachholen. Das ist hier auch nochmal sehr schön zugeklebt, damit ja nichts ausläuft. Hast du gut gemacht, Dani. Ich will da mal dran riechen. Wenn du sagst, es riecht so gut. Oh ja. Es riecht schon so ein bisschen typisch nach Friseurprodukt, aber auf eine sehr frische, angenehme Art. So also ein bisschen frischer, ein bisschen blumig. Ein sehr, sehr schöner Duft. Der gefällt mir auch gut und ich freue mich drauf, das dann testen zu können. Als nächstes möchte ich einmal das auspacken und da steht drauf langanhaltender Duft und ein Herzchen ist mit drauf gemalt. Auch wieder sehr gut verklebt. Ah, ich glaube, das ist von Nature Box. Sorry, das Papier geht komplett kaputt. Ja, Nature Box. Granatapfel, cool. Ich liebe Granatapfelduft. Ja, Nature Box Duschgel mit 100% kaltgepresstem Granatapfelöl für eine sanfte Reinigung und Schutz vor trockener Haut. Das ist richtig schön. Ein Duschgel in dieser Duftrichtung finde ich toll. Ist frei von Parabenen, künstlichen Farbstoffen und vegan. Sehr, sehr gut.
Sieht auch sehr nett aus, diese Flasche, und die werde ich gerne verwenden. Auch hier möchte ich einmal dran schnuppern. Fruchtig, süß, herrlich. Ein toller Duft, gefällt mir. Ich glaube, ich möchte erstmal bei den lilanen Päckchen bleiben. Und da habe ich jetzt hier mein Produkt des Jahres. Ich liebe es, steht hier mit drauf. Das ist einmal dieses. Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Von Garnier Skin Active, ein beruhigendes Gesichtswasser mit Rosenwasser. Pflegt, beruhigt, spendet Feuchtigkeit. Auch über dem Make-up anwendbar, und es ist vegan. Meine Stimme versagt gerade, entschuldigt. Ja, cool. Habe ich noch gar nicht gesehen. Allerdings muss ich auch gerade gestehen, dass ich schon lange nicht mehr so richtig stöbernd durch den DM oder Rossmann gelaufen bin. Das werde ich sehr, sehr gerne testen und mal gucken, ob ich das genauso gut finde wie du. Hier steht drauf, es riecht so schön nach Orange. Also zitrische Düfte sind auch meins, ja. Und von der Verpackung, ich weiß nicht, vielleicht eine Bodylotion oder... ich habe keine Ahnung. Ja, eine Pflegelotion von Nivea, Orangenblüte und Avocadoöl. Sehr, sehr schön. Nivea ist eine tolle Marke. Und da möchte ich natürlich auch mal dran riechen. Ja, hier rieche ich jetzt noch nicht so viel. Das ist eine ganz feine Bodylotion. Fühlt sich schön angenehm an. Ja, auch so ein bisschen ölig, das merkt man von dem Avocadoöl wahrscheinlich. Und ein schöner, schöner Duft. Nicht zu aufdringlich. Die Orange kommt tatsächlich erst ein bisschen später durch. Das mag ich. Ein schöner, frischer, zitrischer Duft. Den finde ich schön. Das werde ich mir gleich in mein Badezimmer stellen. Das wird dann mit als nächstes aufgebraucht. Es ist wirklich total spannend, wenn man halt so keine Ahnung hat, was hier in dem Päckchen ist. Das tut jetzt natürlich schon ein bisschen an eine Tube erinnern. Und vielleicht könnte ich mir jetzt vorstellen, von der Größe ist es das Gegenstück zu dem Shampoo, was wir schon hatten von John Frieda. Ja, ich glaube. Wir haben hier John Frieda Frizzies, ein Wunderreparatur Conditioner, also passend zu dem Shampoo, dass ich das auch schön in Kombination testen kann. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass der den gleichen Duft haben wird wie das Shampoo. Das gefällt mir und werde ich sehr gerne ausprobieren. Jetzt habe ich hier ein Tütchen und da steht Beauty Box drauf. Ich weiß, die liebe Dani mag Beauty Boxen genauso gerne wie ich und vielleicht hat sie mir hier quasi eine eigene kleine Beauty Box zusammengestellt. Oh ja, hier sind verschiedenste Sachen drin, auch nochmal separat eingepackt. Nicht schlecht, Dani. Du hast dir echt viel Mühe gegeben. Da haben wir jetzt einmal das hier. Für den perfekten Augenaufschlag. Na, das wird doch bestimmt eine Mascara sein. Und ja, wir haben hier eine Mascara von Catrice. Die Glam & Dawn Fond/Slash Mascara Waterproof. Sehr schön, kenne ich auch noch nicht. Werde ich dann gerne mal ausprobieren. Oh, das ist ein ja, Kunststoffbürstchen mit einer besonderen Form. Das ist auf der einen Seite gerade und auf der anderen geschwungen. Sieht gut aus. Riecht ein kleines bisschen, aber nicht extrem oder doll schlimm. Die werde ich gerne testen. Und dann greife ich jetzt hier einfach mal das nächste raus. Allround Talent. Das klingt vielleicht nach einem Primer. Ich ahne schon, welcher es ist. Auch von Catrice. Genau. Der Tensational 10-in-1 Dream Primer. Den hat sie mir hier reingepackt. Sehr cool. Den habe ich auch schon mal da tatsächlich, weil ich den unbedingt austesten möchte, habe ihn aber noch nicht getestet. Jetzt habe ich hier gleich ein Backup, finde ich richtig, richtig cool. Denn er soll primen, Feuchtigkeit spenden, ja, Antifalten, natürlicher Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Poren minimieren und so weiter.
Ich kann hier noch mehr aufzählen, Lichtschutzfaktor und so weiter. Ja, finde ich cool. Und ich weiß nicht, hast du den schon so ausgiebig getestet? Wie sind deine Erfahrungen damit? Verträgt er sich mit jeder Foundation, liebe Dani? Sag mir das gerne mal und dann werde ich den jetzt direkt in mein Schränkchen ins Badezimmer stellen und den auch demnächst testen. Das nächste in diesem Tütchen ist das hier. Perfekt für Concealer hat sie raufgeschrieben. Und das ist For Your Beauty von Rossmann Make-up-Schwämmchen in einer Aufbewahrungsdose. Und das sind so verschiedene, ja, dreieckförmige oder tortenstückförmige Schwämmchen. Ja, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie sehr gut für Concealer geeignet sind. Habe ich auch noch nicht getestet, werde ich gerne ausprobieren. In diesem Tütchen sind noch zwei weitere Produkte. Die sind beide nochmal separat eingepackt. Und das eine ist jetzt das hier. Hält bei mir fast den ganzen Tag. Hält bei mir fast den ganzen Tag. Von der Größe vielleicht ein Lippenstift. Ein Lippenstift. Ich rate so gerne, ratet ihr auch immer mit, wenn ihr euch solche Unboxings anguckt. Und ja, ein Lippenstift von Catrice. Das ist er einmal. Ich muss jetzt hier noch einmal schnell noch den Teaser abmachen. Plumping Gel Lipstick. Power Plumping Gel Lipstick ist das. Von Catrice. Und das ist die Farbe 100 Game Changer. Lala, ein schöner Ton. Be Brave steht hier noch eingraviert. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, coole Farbe. Der fühlt sich sehr pflegend an tatsächlich. Und hat eine richtig schöne Farbe auch geswatcht. Gefällt mir sehr gut. Würde auch aktuell sehr, sehr gut zu meinem Pullover passen. Hast du prima ausgewählt, die Farbe, liebe Dani. Ja, danke schön. Ich freue mich drauf, den auszutesten. Und dann haben wir jetzt noch in diesem kleinen Tütchen das hier. Braucht ab und zu einen Klaps auf den Hintern und ein Smiley ist da noch gemalt. Dani, was meinst du? Ein Puder. Ja, auch wieder von Catrice. Also, liebe Dani, deine Lieblings-Make-up-Marke ist Catrice. Sehr schön. Und hier haben wir ein Glow Illusion Loose Powder. Sehr schön, soll fixieren. Und so sieht das einmal aus. Und ich bin echt auf den Geschmack von diesen losen Pudern gekommen. Sieht sehr, sehr interessant aus von der Farbe. Das ist so ein, ja, so ein peach-stichiger Beige-Ton, würde ich fast sagen. Aber es soll transparent sein. Mit Weichzeichner-Effekt und lichtreflektierenden Pigmenten für einen makellosen und natürlich strahlenden Ton. Sehr schön. Und jetzt verstehe ich natürlich auch das mit dem Klaps auf dem Po. Ja, ich glaube, so ein Puder zu swatchen, was transparent sein soll, macht auch wenig Sinn. Aber das werde ich mir in meinem Backup stellen. Ich habe jetzt noch zwei, drei andere, die ich erst aufbrauchen möchte. Aber liebe Dani, wenn du sagst, das ist richtig, richtig gut, dann wird das auch ganz bald schon getestet werden. Liebe Dani, was hast du dir denn dabei gedacht? Jetzt ist hier noch so ein großes Tütchen drin und da steht drauf Pflege von Kopf bis Fuß. Und dieses Papier hier liebe ich ja mit diesem Muster und in Silber. So, so schön. Und hier haben wir jetzt ein Produkt. Da steht drauf meine liebste Gesichtsreinigung. Das ist sehr cool. Danke, Dani. Denn da steht tatsächlich auch auf meinem Merkzettel, dass ich mir das mal kaufen möchte. Jetzt habe ich es einmal da, prima. Von Nivea Glow, sanftes Reinigungsmousse mit natürlichem Mandelöl. Sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf, jetzt in der kalten Jahreszeit es einmal testen zu können. Denn es ist da perfekt, denn es soll auch Feuchtigkeit spenden und das ist richtig cool. Masken. Sie hat mir Masken eingepackt. Ganz viele Masken. Sehr schön. Wer liebt denn keine Masken? Aber Dani. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ne? Aber wir sind schon weit über die 10 Produkte. Ja gut, wir machen mal weiter. Wir haben hier von Scholl eine Fußmaske. Sehr schön, werde ich austesten. Von Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske Nacht. Die kenne ich noch gar nicht.
Intensiv regenerierende, feuchtigkeitsspendende Maske soll das sein. Sieht sehr nett aus vom Packaging. Kenne ich nicht. Und dann noch von Garnier Skin Active die Hydra-Bomb-Tuchmaske. Die kenne ich schon, die ist sehr, sehr gut. Und die nächste kenne ich auch. Auch eine sehr, sehr tolle Geschichte. Garnier Skin Active, Hydra-Bomb-Tuchmaske, diese rosane Variante. Ja, sehr, sehr schön. Und mein Maskenvorrat ist damit wieder aufgefüllt. Vielen lieben Dank. Das nächste Päckchen finde ich auch total toll, denn ich kann hier schon lesen, dass es was von Kneipp ist. Ach schön, das hautzarte Cremeöl-Peeling mit Mandelmilch und Mandelöl hat mir die Dani da eingepackt. Und dann noch das verwöhnende Cremeöl-Peeling mit Kamelie und Argan. Sehr schön, die beiden werde ich sehr gerne ausprobieren und testen. Habe ich nämlich bis dato auch noch nicht gemacht. Ich freue mich drauf. Und ein letztes Produkt ist noch in diesen silbernen Tütchen. Da steht drauf, strahlend schöne Haut. Bestimmt eine Creme. Ja. Garnier Skin Active Hydra Bomb intensiv feuchtigkeitsspendende antioxidative Wassercreme mit Glow Booster für alle Hauttypen mit antioxidativem Granatapfel und Amla-Hyaluronsäure. Sehr, sehr schön. Dani, das ist cool. Freue ich mich sehr darauf, dass ich das ausprobieren kann. Habe ich noch nie getestet. Richtig cool und hast du sehr gut ausgewählt und ich freue mich drauf. Wie süß ist das denn? Dani hat mir hier eine Goodie-Bag gepackt. Na, da bin ich jetzt aber auch gespannt, was da so drin ist. Wir haben jetzt zwei Produkte, nee, drei sogar drin. Ach was. Einmal von Freiöl, das Pflegeöl, das kenne ich sehr gut. Eine sehr gute Marke, finde ich auch. Und verwöhnt re und regeneriert für trockene Haut. Kann man auch super zum Massieren hernehmen. Also ein tolles Produkt. Dann einmal von Balea Pflegecreme für dich gedrückt. Och, wie süß. Mit dem Duft von Blüten, Kakao und Vanille. Total niedlich. Das ist bestimmt noch versiegelt, oder? Ja. Aber man riecht es trotzdem durch. Oh, Wahnsinn. Du, Dani, ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, die ich gerne meinem Sohn in den Adventskalender packen würde. Denn ich glaube, so der Duft, das ist seins und dann hat er so ein eigenes Cremedöschen. Bist du damit einverstanden, wenn ich das an meinen Sohn weitergebe? Schreib mir das mal bitte. Hier hat sie raufgeschrieben, etwas für die Nerven. Das kann doch eine Schokolade sein, oder? Ach, hätte ich das doch mal als erstes ausgepackt, diese Goodie-Box. Ich glaube, ja, Schokolade. Eine rosane Schokoladenverpackung. Schogetten Pure Ruby Pieces steht hier drauf. Cool. Kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur die normalen. Ich möchte jetzt ein Stückchen davon probieren. Oh, ist die lecker. So lecker. Danke. Hier habe ich jetzt das allerletzte Päckchen und da steht drauf, Überraschung. Erst zum Schluss öffnen, Smiley. Ja, das ist jetzt das Letzte, was ich auspacke. Ich habe mich dran gehalten. Ich habe das vorher schon gesehen, dass da drauf steht, erst zum Schluss. Und es sieht natürlich von der Form, von der Größe und vom Fühlen sehr nach einer Palette aus, liebe Dani. Ich mache es mal auf. Wie cool! Ich stand vorm Regal und habe überlegt, ob ich sie mir kaufe. Und ich habe es nicht getan, weil ich einfach auch viele Paletten habe. Und habe es dann tatsächlich auch ein bisschen bereut gehabt. Und du hast sie mir jetzt eingepackt. Sehr, sehr schön, sehr cool. Von Essence die Epic Sunset Eyeshadow Palette. Sie hat sie hier zur Sicherheit nochmal verklebt. Ich mache das einmal auf und dann schauen wir uns die gerne genauer an. Ist so schön. Ja, kommt mit einem großen Spiegel im Deckel daher. Ich muss mal gucken, wie ich euch das am besten zeige. Genau, ich zeige es euch einmal so.
Eine wirklich schöne Palette mit vielen verschiedenen Lidschattenfarben. Matt ist da jetzt, glaube ich, nur eins dabei. Zwei. Wir haben einmal hier das große Helle, was man so als Base nehmen könnte, und diesen dunklen Braunton als matte Farbe. Und dann ist hier auch nochmal ein matter Ton dabei, der ist so ein bisschen in die Taubfarbe. Und dann haben wir ganz viele schimmernde und glitzernde Farbtöne. Das Grün ist sehr, sehr schön. Oh, und das Gold und auch das und das Pink. Also mir gefallen die Farben echt gut. Ich werde einfach mal ein paar davon swatchen. Und ich würde sagen, wir machen einmal das Grün, weil das so schön raussticht. Dann vielleicht auch einmal dieses Pink hier, weil das auch so schön raussticht. Dann habe ich Lust einmal auf das Braun. Und ich würde sagen, wir machen einmal noch diesen goldenen Ton hier. Ich habe die vier jetzt einmal hier. Das sieht schon mal echt cool aus. Und das mache ich jetzt einmal hier hin. Lassen sich echt gut auftragen. Gefallen mir. Eine schöne Farbzusammenstellung in der Palette. Da kann man echt viele kreative Sachen auch schminken. Gefällt mir richtig gut. Hast du ganz toll ausgesucht. Vielen lieben Dank, liebe Dani. Und damit habe ich jetzt auch schon alles ausgepackt, leider. Ich habe jetzt bunte Finger und einen bunten Arm und auf den Lippenstift freue ich mich sehr. Also tolle, gut abgestimmte Sachen hast du da, aber deutlich mehr als wie 10. Ich freue mich sehr aufs Ausprobieren, werde dir dann auch gerne Feedback geben und euch allen anderen natürlich auch in meinen Aufgebraucht-Videos, wie ich die Sachen so finden werde, ob sie vielleicht auch Potenzial dazu haben, meine Favoriten aus der Drogerie zu werden. Und ja, ich darf mich dann an dieser Stelle schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Liebe Dani, dir schicke ich nochmal extra liebe Grüße. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Top-Favoriten aus der Drogerie sind. Würde mich sehr interessieren. Damit sage ich vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis ganz bald, eure Nicole.